ihr Name genannt wurde, und weiter geht's. Hatte ich Zweifel, ob sie der Richtige sind, ja, für den Job. Ich habe hier Massaker angerichtet. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Alles? Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Ja. Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Naja. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Mag ihn nicht. Wird Zeit, dass wir ihn finden und ihn prügeln können. Ihnen, eine Panzerfaust. Ich kriege, was ich will. Aha. Ach, guck mal, hier kein verbranntes Holz. Aber der Kamin sieht so aus, wäre schon länger leer. Vor allem ist das, glaube ich, ein Fake-Kamin, oder? Ich meine, da oben liegt halt dahinter eine Panzerfaust dran, ne? Vor allen Dingen, an welchem Kamin hätten wir eine Panzerfaust eigentlich? Nur wenn der Krieg schon lange vorbei ist, wo man eine Panzerfaust brauchte. Aha. Auf jeden Fall finde ich Fink total unsympathisch. Und Sicherheitschef sein, das hat schon in Deus Ex nicht geklappt. Insofern lassen wir das mal überbleiben. Also das war damals schon nicht gut. Okay, da drüben ist eine Tür. Ach, no shit, Sherlock. Ich glaube, hier geht's runter. Wirklich? Ach ja, wir haben ja bereits vermutet, dass die Bude hier einen Keller hat. Oh, guck mal, ein Turmband. Ach, schon wieder Fink. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Bruder? Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Oh, die Finkwachen, die scheinen sich ja gegenseitig... Komm raus! Verteidigung der Stadt! Alter, brutal. Also auf jeden Fall haben die Finkwachen gerade, während Fink drüber geredet hat, darüber gesprochen, dass anscheinend der Typ hat versucht, über die moderne Frau anzumachen, die hier immerhin als jetzt kopflose Leiche hier gearbeitet gut hat. Aufheben. Bitte ja, sehr. Danke. Ja, und die meinte irgendwie, es dauert irgendwie noch 100 Jahre, bis sie dabei ist. Also gestern, letztes Jahr. Wer ist das denn? Wanted Daisy Fitzroy. Und Vox-Anarchist. Oder Labour-Agitator. Also das ist ein Aufwiegler, ist das, glaube ich, ein Labour-Agitator. Wenn ich mich recht entsinne. Vor allem, das Schlimmste ist, ich weiß nämlich noch, dass das der andere Let's Player, den ich geguckt habe, der hat nämlich auch die ganze Zeit darüber gerätselt, über die bestimmte Bedeutung von bestimmten englischen Wörtern. Ich weiß, über Labour-Agitator hat er sich auch noch. Oh, guck mal hier, was haben wir hier noch? Zellen. Vincent Hardley. Und vor allem, da. Shen Lin ist vor allem unterstrichen, das finde ich gut. Zelle Nummer 9. Ja. Ich bin fit. Ich hoffe, in Zelle Nummer 9 geht's ihm gut. Man kann ja hoffen, dass sie den bis jetzt noch sicher verwahrt haben, noch keine Zeit hatten, den großartig zu verhören. Schloss. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Bitte sehr. Ob die Revolution so das Beste bringt, ist natürlich die große Frage. Andererseits kann man denn sonst auch... Oh, hier steht noch so eine Uhr. Sonst die Frage stehen, wie man aus so einer Situation wie dieser hier raus... Wie man aus einer Situation wie dieser herauskommt. Ich meine, das ist für die... Alter. Das finde ich jetzt hier komplett... Das ist es. Das Buch für den Ohrenladen. Hey, das Buch für den Ohrenladen. Hervorragend. Wie man aus so einer Situation wie dieser herauskommt, die werden ja wirklich augenscheinlich ausgebeutet. Ich meine auch, das war ein... Also dieses Essensmarken ist ja ein uralter Trick, die Leute mit Essensmarken zu bezahlen, damit sie sich nicht woanders gehen können, weil die können ja nicht mal, die kommen ja nicht mal 5 Meter weit. Die haben ja wirklich nur das... Die haben Bedarf? Ja, total. Die können ja wirklich nur das essen... Bitte. Oh, oh. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lin auch herholen? Schütte mein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch 3 verhören. Oh, das ist irgendwie das jetzt nicht so gut, glaube ich. Weil das ist doch mein Mann. Ich habe eigentlich gehofft, die haben die nicht verhört. Dann kann man nur hoffen, dass die den noch... Geht das hier noch weiter oder muss ich hier was klicken? Ah, Projektor benutzen? Aber hey, wir haben mal einen Tonfilm, fällt mir gerade so auf. Also anscheinend, wenn die einen Projektor nehmen, dann haben die... Also... Ja, das ist eigentlich überhaupt so ein Wunder, dass die das nicht überall woanders auch schon gemacht haben, das Voxophon. Ah, die Werkzeuge. Aber wenn man haben die nicht das richtig krasse Folterwerkzeug. Das sieht hier eher so aus wie das typische Küchenbesteck. Das sieht mir häufig unprofessionell aus. Das lässt hoffen. Meine Was riecht denn hier so? Hier gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Ah, das macht man so. Voxophon. Ach komm, Stockler. Mal sehen, was der zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Schwarze hören zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam?
dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern. Ist das nicht grausam? Ja, grausam auch nicht auf jeden Fall. Die Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Nicht viel. Finn braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Oha. Also er möchte das hier gerade mit einer Prüfung vergleichen, wenn ich das richtig raushöre, dass die Leute hier einfach so knechtet. Das, also ich meine, Fink hat ja immer Anlass dafür gegeben, dass er das irgendwie sich einfach nur irgendeinen Anlass ausdenken soll, um die Leute hier ordentlich zu versklaven, um das irgendwie mit seiner Religion zu klären. So, ich denke mal, das ist unsere Zelle, wa? Ja, das kann auf jeden Fall. Fünf Picks? Die haben wir. Hilf mir mal mit dem Schloss. Na klar. Das machen wir am besten bevor, weil ich ahne nämlich. Schlimm ist einfach, warum geht's denn noch eben runter? Oh, armer Kerl. Und Klamotten. Warum stehen denn nicht Klamotten hier rum, vor allem mit so einem Geschenk? Stiefel! Bei neuen werden Feinde dann hier zurückgestoßen. Ja. Das habe ich aktuell. Tötung werden Nahfeinde betäubt. Nee, das, dann habe ich auf jeden Fall das Bessere. Dann nehmen wir die nur mit. Weil das, was ich aktuell habe, das ist ja irgendwie besser, dass die mit Blitzen da getroffen werden. Dann machen wir hier mal auf. Hilfst du mal? Hm. Ich finde es jetzt schon nicht gut. Ja, Nummer 9. Oh, schieß sogar dran. Fertig. Ich weiß nicht, ob es so cool ist. Der Witz, sie sind ein Löwe. Aha. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Oha, das sieht nicht gut aus. Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Das macht nicht besser, die Dinger hier. Dass sich ihre Wege trennen. Das macht sie nicht besser. Mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Vor allen Dingen, dass hier wirklich an jeder Fessel Blut dran ist, ist ja auch nicht so richtig, das sieht irgendwie eher so nach Kurzzeitaufbewahrung aus, was nicht gerade. Also auf jeden Fall läuft hier gerade, glaube ich, alles so Folterkeller hinaus und was nicht gerade aufbauend ist und. Oh Mann, so viel Blut. Ich ahne mal, unser Mann steht da im Dunkeln, wo ich gerade nicht so viel erkennen kann. Ich sehe gerade wirklich nicht mehr. Machen wir mal Licht an, aber ich denke mal, unser Mann ist tot. Sonst hätten wir jetzt schon was gehört. Oh, ich glaube, die haben doch das gute Werkzeug, oder? Ja, eine Säge. Ah, ich glaube, das ist. Aua. Ja, auf jeden Fall hat der gute Mann es nicht überlebt. Das ist definitiv schlecht. Zu spät. Verdammt. Das sieht echt nicht gut aus. Also, gar nicht gut. Ja, vor allem, was machen wir jetzt? Ich denke, den jetzt brauchen wir. Müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Oh, wo kommt ihr denn her? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Kann ich an die Rand? Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Vor allem, wo kommen die her? Was wollt ihr von? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Was übrigens interessant ist, dass sie genau die gleichen Klamotten. Interessant ist übrigens, dass sie die gleichen Klamotten anhaben, nur halt in der jeweiligen männlichen Weibchen. Guck mal, sie haben sogar die gleiche Weste an. Die Leiche ist weg. Huh. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine Ach, guck mal, die stehen immer da. Kopf, Zahl, Tod, am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Aha, sie guckt ja auch sehr begeistert. Vor allem, was ich interessant finde, diese beiden scheinen die einzige Konstante zu sein, wenn die auf der anderen Seite auch existieren. Dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Guck mal, das Blut geht sogar weg. Aber haben wir großartig die Wahl? Riss öffnen. Ja, öffnen den Riss. Ja, viel andere Wahl haben wir auch nicht. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Noch okay, das öffne ihn. Das so toll ist. Aha. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Und vor allen Dingen. Eine andere Welt, Booker. Ja. Ein anderes Columbia. Vor allen Dingen ich sieht das hier. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Bei Order of the Vox Sympathisanten. Das sind ja anscheinend konfiszierte Waffen. Aber was ist denn aus dem Folterkeller geworden? Vor allen Dingen, jetzt haben wir hier die roten. Guck mal, das sind die roten Vox-Waffen hier. Die Dinger hier. Das sind die. Die schießen noch anders, glaube ich. Aber die sind auf jeden Fall rot. Also rot sind die Vox-Waffen oder allerdings die Waffen aus dem Paralleluniversum. Vor allem hier Schreie zu hören, macht mir schon mal keinen Mut. Aber es sieht hier doch ein bisschen sehr anders aus. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt in einer Parallelwelt sind, was hat sich noch verändert, außer dass Shenlin nicht weg ist? Das macht mir ein bisschen Angst. Na, guck mal hier. Die leben vor allen Dingen alle noch. Oder nicht alle. Kann ich die irgendwie rauslassen? Nee. Jetzt weiß ich immer, wer hier rumschreit. Das ist aber interessant, dass die Leute hier noch immer leben in dieser Welt.
Hat sich hier dann auch was verändert? Populi Crime Board? Hm. Aber immer noch genauso viel Blut an den Fässern. Was macht sie da eigentlich? Ist das ein großer Haufen? Oh Mann. Die sehen echt nicht fit aus, also. Die Leute, die Gesundheit steht nach vorne dran. Da kann ich die irgendwie hier... Der Mann lag beim letzten Mal auch da. Also, daran hat sich nichts geändert. Also, ein paar Sachen sind konstant geblieben. Mann, jetzt, Lissy. Aber hier leben... Huh? Huh? Vor allem, das Schloss ist sogar noch offen. Also, nicht alles hat sich geändert. Der tote Mann ist tot geblieben. Und hier... immer noch die Waffen. Aber diese Gitterzellen waren vorher... Nee, die Gitterzellen waren schon da, nur die ganzen Zellen waren leer, oder? Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ne? Daisy Fitzroy! Los jetzt, du Scheißkerl! Erzähl mir was über Daisy! Mach ihn los. Was? Scofield sagt, losmachen. Sie bringen seine Geräte zur Verwahrstelle. Schätze, so bleibt er sauber. Warum? Bist du von der Columbia Gazette? Die Frau von dem Schlitzauge hat mächtige Freunde. Komm, wir brauchen die Zelle. Aha. Die Frau von dem Schlitzauge, die war doch eigentlich auch eine Asiatin. Wie kann die mächtige Freunde haben? Ich weiß. Aber ich muss noch ein bisschen die Spannung aufbauen. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. Ich auch nicht, also in dieser doch. Welt wurde er gar nicht ermordet. Ja, scheinbar nicht, richtig. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Oh, hier wird das Vox Populi-Zeug verbrannt. Ja, wahrscheinlich hat sich vielleicht da draußen ist wahrscheinlich richtig Krieg. Wo noch sind wir noch nicht draußen? Aha. Dead or Alive, Labor Agitata. Die gingen doch vorher genau andersrum. Also das... Nee, oder? Daisy Fitzroy. Gut, anders sieht es vorher immer noch nicht aus. Daran hat sich schon mal nichts geändert. Und hier? Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Vor allem kopflos. Nicht in dieser Welt. Angeekelt. Booker, sieh mal, sie... haben alle Nasenbluten. Ja. Das gefällt... Welche ist das ich? Und welche hast wen? Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall an den Zeitpunkt angekommen, wo es ein bisschen verwirrend wird. Und die wahrscheinlich die... Woran denn? An ihren Tod. Daran tot zu sein. Hier. Das sieht ein bisschen so aus, als hätten wir gerade die Infinite-Komponente erreicht, die dieses Spiel ausmacht. Aber bis jetzt war es ja eigentlich relativ gewöhnlich. Wir haben bis auf die Risse, aber die waren halt nicht so richtig relevant. Und jetzt? Guck mal, hier sind wieder Leute. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Oh, ich will gerade schon mal auf den Dollarbill schießen. Mach ich irgendwie gerne. Dum, dum, dum. Hä? Sam Spark? Oh, Pink hat einen Sicherheitschef. Unser Gegner dafür. In der anderen Welt war er es, der an der Wand hing. In der anderen Welt? Was? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ich auch. Andere Welt. Na gut, ich weiß, was gemeint ist. Eigentlich kann ich mir das Konzept super vorstellen mit diesen Parallelwelten. Liegt aber vielleicht daran, dass in unserer Popkultur Parallelwelten sowieso irgendwie von Science-Fiction-Autoren seit Jahrhunderten benutzt werden. Gefühlt. Das sind es nicht, aber seit verdammt lange. Das Motiv dieser Parallelwelt, dass man halt irgendwie eine Welt hat, die gleich ist, doch nicht gleich ist, das ist ja nicht gerade ein neues Konzept, sage ich mal. Oder eigentlich übernehmen mag ich leer. Ich habe rausgefunden, dass ich mit Q kann ich die beiden Fähigkeiten wechseln, die hier unten stehen. Es gibt auch irgendwo noch ein kreisförmiges Menü, habe ich auch noch gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ah, naja, zum Dollarbild wollte ich noch, ich brauche nicht Munition. Obwohl ich ja nicht gerade die letzte Munition aus einer anderen Welt verschieße. Ah, jetzt gibt's hier keine diese Richtung. Oh Mann, oh. Warum kann ich hier keine Munition für meine Waffen kaufen? Doch, da. Die Burst Gun und Karabiner. Schade, dass das Magazin nur noch so klein ist. Trotzdem. Mehr Geld. Ja, mehr Geld. Geld ist mal gut. Danke dir. Oh, ein Dollar, jawohl, das war auf jeden Fall jetzt richtig. Aber ist das jetzt ein anderes Kinotop hier? The First Lady? Ja, wenn wir jetzt... Ja gut, wenn wir jetzt das andere Video geguckt hätten... Ah, es war auf jeden Fall ein anderes, wir haben eigentlich dafür gekriegt. Wenn wir jetzt... Oh, Mann! Okay. Eine Toilette? Gut, auf der war mal vorher nicht, aber vielleicht hat sich ja... Ah, und Dietrich. Also dafür lohnt es sich schon, die Toiletten mal zu besuchen, weil da liegen meistens immer irgendwelche tollen Sachen, wie zum Beispiel Dietrich rum. Und Geldbörsen, die ja scheinbar irgendjemand auf Klo vergessen hat, was ja auch sehr wahrscheinlich ist. Aber ansonsten sieht es ja noch relativ gleich aus, ne? Also du von den Dings. Ah gut, die Kisten sind weg und die Geschütztürme. Also es hat sich nicht... Also die Veränderungen sind bis jetzt eher subtil. Und scheinbar weiß Fink nicht mehr, wer wir sind. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also ich
Was? Guns set free? Du hast schon gerade Guns Miss set free. Waffenschmied freigelassen. Was? Das ist jetzt schon? Wie viel Zeit ist denn? Sind wir noch in der Zeit gereist mit den Riss oder was? Ach stimmt, jetzt hängt da oben keiner mehr. Hatte der vorher schon eine Brille auf, der Typ? Ah ne, der hat schon immer so einen Leuchteraugen gehabt, glaube ich. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir hier schon ein paar Unterschiede. Vor allen Dingen, Fink meinte in der anderen Welt, dass es... Vor allen Dingen, wie sieht das jetzt für die Leute in der anderen Welt aus? Ist Tabuka einfach nur verschwunden? Oder gibt es dann auch alternative Ereignisse? Ich meine, wir sind jetzt ja quasi in einer anderen Welt und da gibt es jetzt einen Booker mehr und eine andere Welt hat jetzt einen Booker weniger. Das sind verflucht viele Atome, die ein Universum mehr hat und nicht. Wie läuft denn das hier mit einer Gear-Haltungsart zusammen? Oder macht ihr hier nicht mit? Ich meine, gut, die gehen in Grenzen. Wer ist da? Wir sind schon weg, also. Ich meine hier die komischen... Die, ich meine, die komischen Plattformen hier schweben ja auch alle im Himmel. Das ist wahrscheinlich auch, kommt mit einer Gear-Haltungsart auch nicht so richtig geil. Obwohl, naja, eigentlich... Da würde ich richtig gut darin aus der Hüfte ins Kopf schießen. Oh Gott, jetzt habe ich auf jeden Fall ein richtiges Fass aufgemacht. Der da hinten hat scheinbar so einen komischen Granatwerfer. Der hält ganz schön viel aus. Also Leute mit dicken Ganzkörperhelmen kann ich absolut nicht leiden. Warte mal, das ist so nicht. Das machen wir anders. Wo ist denn der Granatwerfer-Typ? Der da? Das war er nicht, oder? Ja, machen wir zwei. Übernehmen wir zwei. Das ist ja zum Glück billiger geworden, nicht? Was? Versuchen wir nur aber einen. Ach, ich kann nur einen beherrschen. Das ist ja doof. Sonst hätte ich ja einfach alle übernehmen können. Das wäre viel einfacher gewesen. Wer ist er denn hier eigentlich? Auf jeden Fall alles sehr seltsam. Ich denke mal, das wäre Beste, wenn wir jetzt demnächst mal zum Waffenspiel gehen. Was sagt denn das hier? Nee. Warte mal, ich könnte doch auf. Oh, konnte ich da Objectives einblenden? Genau. Hier, achso, ich muss das sowieso machen. Aber erstmal, warte mal. Ich habe doch noch den Code aus dem Uhrenladen. Du bist da gerade stand mit dem Bikefest. Ach, das da vorne ist mein bester Freund. So, den schnapp ich mir jetzt. Soll der auch für mich schießen? Vor allen Dingen muss ich mir nicht mehr die Mühe machen, ihn zu erschießen. Guck mal, er rennt direkt zu mir. Das ist ja nicht nett. Aber der sieht doch richtig grimmig aus unter seinem Mantel. Oh, lässt das gleich nach? Keine Beständigkeit. Kein Halt. Oh Mann. Hat sich einfach selber gesprochen. Da. Schätze aus dem Job für Fink wird nichts. Closed. Was? Da? The Jobs of Today? Moment noch. Achso, weil. Bei wegen Munition. Ja, Moment, Salze sind super. Wir sind jetzt auf die Idee gekommen, dass das mit dem Job für Fink nichts wird. Ist alles gut. Egal, wir rennen jetzt einfach zum Uhrenladen. Ich meine, wir haben ja immer das Codebuch gefunden. Ich halte es da irgendwie für unwahrscheinlich, dass in einer. Wie groß das hier nicht ist, ne? Ich halte es da irgendwie für unwahrscheinlich, dass in einer. Parallelwelt. In einer Parallelwelt die gleichen Codes gelten wie dieser hier, aber es hat sich auch nicht anders geändert. Ich meine, es ist immer noch Columbia, es ist immer noch eine Stadt in den Wolken. Jeremiah Fink heißt immer noch Jeremiah Fink und nicht immer Jeremiah Funk oder irgendwie so. Also insofern hat sich nicht alles verändert, nicht wahr? Also, das. Wahrscheinlich ist nur eine einzige Sache anders gewesen. Die kaputte Uhr schlägt um Mitternacht. Welche Uhr? Na, die kaputte. Die scheint zu sein. Stell sie auf Mitternacht. Ja, machen wir es mal. Zip. Doch was mit Uhren. Haha. Ja, guck mal, ein Dings, ein Audiolog von Vivian Monroe schon wieder. Ich kam nach Columbia, weil ich an Gott und an die Ehre glaubte. Ah ja, Gott und Ehre, so, dann machen wir mal das hier. Sie scheint die mit ihren Slate. Es gibt nichts Göttliches darin, seine Brüder aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen. Und es ist nicht ehrenhaft, diejenigen zu verteidigen, denen der Begriff Ehre fremd ist. Vielleicht gibt es in Finken noch wen, der es wert ist, dass ich ihm diene. Aha. Das hört sich ja ein bisschen anders an als die letzte Vivian Monroe, die ich gehört habe. Scheint auch eine andere Version zu sein. Oder ich interpretiere das gerade falsch. Der Sniper ist immer noch da, das hat sich also nicht bewegt. Dass ich auch mal Sniper sagen muss, statt Schnipper. Genau, statt Scharfschützengewehr. So, kann ich mir hier noch was leisten und unterbreche mal wieder den Spielfluss. Nee, ich will davon eigentlich nichts haben. Also Scharfschützengewehr würde ich ja prinzipiell schon aufwerten, nur irgendwie hier, fehlt mir dafür das... Für die Kasse. Jawohl, für die Kasse. Sehr nützlich. Danke. Oh ja, eine Münze. Jawolski. Das ist super. Nächstes Mal suchst du bitte länger, dann kommt da vielleicht, wisst ihr mal, was rum. Guck mal, die verwenden jetzt auch die roten Kanonen. Fällt mir gerade mal so auf. Also es sind nicht mehr die... Vorher hatten die nicht mal die blauen Repetiere drin. Jetzt verwenden die auch die roten. Also scheinbar sind die roten Waffen die Waffen aus einer Parallelwelt oder aus einer anderen. Das macht es natürlich sehr interessant, weil wir haben ja ganz am Anfang schon diese Burst Gun da gefunden. Warte mal, hier war doch... Ach, das geht nicht mehr? Wie, ist diese Welt kaputt oder was? Wir haben ja schon in der Parallelwelt
Also in der letzten Welt, in unserer Ursprungswelt, wo wir eigentlich herkommen, haben wir ja schon eine gefunden, die hatte auch einen roten Hintergrund. Und da war das nur ein Replika. Aber scheinbar so replikatisch war das Ding gar nicht, oder? Ne, da ist ja die Factory. Ne, wir wollen ja eigentlich bei Shenlin rein, würde ich sagen. Hat sich auch noch was geändert? Nö. Viel mehr Zeug ist hier auf jeden Fall nicht. Also zumindest bis jetzt sieht es noch sehr gleich aus. Die Pistole ist immer noch da. Das andere Zeug, also alte 40 nur auch nicht geändert. Ja, wir wollen betreten.